Ja, hallo liebe Weinfreunde, willkommen zur 200. Sendung. Hallo? Jubiläum, Juche. Juhi, juhi, juhi. Ja, wenigstens ein Jubiläum. Ich meine, wenn der Club schon zu blöd ist, dass man sich mal drüber freut, müssen wir halt dafür sorgen, dass es andere Sachen aus Franken gibt, die einen freuen. Genau. Sendung 200, rein fränkisch, ne? Heute ist es fränkischer, geht es schon gar nicht mehr. Nee. Wir haben uns gedacht, was ist die berühmteste Lage in Franken? Stein. Würzburger Stein. Was ist die bevorzugte Rebsorte in Franken? Silvaner. Naja, von der Prozentzahl her nicht, aber vom Renommee her schon. Auf jeden Fall. Das heißt, Würzburger Stein, Silvaner trocken, nicht von einem Weingut. Sondern Vier. Wir haben die vier VDP-Weingüter da aus Würzburg genau. und die werden heute durchprobiert Genau. und auch klassifiziert. Gleich vier erste Lagen. Genau. Also wir sind wirklich gleicher Jahrgang, gleiche Rebsorte, gleiche Lage. Und wir gehen volles Risiko ein, ne? Weil die Leute, die trifft man dann auch womöglich, ne? Ja, das könnte passieren, ja. Also wir sind gespannt, wie es abschneidet. Ja. Womit fangen wir denn an? Ja, das suchst du aus. Also ich würde sagen, fangen wir mal mit dem Julius an, oder? Soll ich reinhalten? Ja, das ist dein Job heute. Also, Julius Spital, Würzburger Stein, 2013. Was fällt dir zum Julius Spital ein? Zum Juliusspital, was soll mir da einfallen? Ja, was kann man über das Dach? Ja, ich finde, es hat in der. Ja, ganz so voll muss, glaube ich, nicht machen. Das ist ja meins. Ach so. Hat ein bisschen abgebaut in den letzten Jahren, fand ich. Ja. Also, macht immer noch sehr gute Weine, aber ich fand, so die herausragende Position, die es früher mal hatte, hat es nicht mehr. Ja, war also früher in Würzburg, glaube ich, schon die Spitze. Ansonsten, 1576 ist, glaube ich, das wichtige Jahr. Ja. Gründung durch Julius Echter. Julius Echter, Ansonsten, Namenspatron für die zweitberühmteste Lage, oder? Naja, zweit oder ja. dritt. Und wichtig auch noch, ja, machen ja nicht nur Wein, sondern haben auch so Landwirtschaft, eine Klinik. Ja. Das heißt, wenn ihr was trinkt vom Juliusspital, geht es, ja, unterstützt ihr die Stiftung und damit auch das Krankenhaus. Ja, Ist ja auch mal gut ist zu wissen. also schon gemeinnützig. Ähnlich ist es dann beim Bürger. Finde ich Aber gut. wir sind jetzt erstmal beim Julius. Also Silvaner. Da kommt aber so ein bisschen Birne, ne? Ich finde so, die Primärfrucht ist ja jetzt nicht so im Vordergrund. Der hat Mango. Jetzt Findest. nicht diese volle Reife Mango. Doch, der hat. Ich finde das auch Mineralik, die merkt man schon. Man muss dazu sagen, das Julius Spital hat jetzt auch einen neuen Kellermeister. Seit, ich weiß nicht, seit ein paar Jahren. Zwei, drei Jahre oder so. Ist kein Franke, ist Württemberger. Hat einen interessanten Nebeneffekt. Da werden wir auch mal eine Folgesendung machen. Rotwein. Rotwein. Wir haben ja schon gezeigt, Württemberger können Rotweine machen. Und er macht jetzt recht guten Spätburgunder, wird auch noch getestet, aber jetzt erstmal der Silvaner. Ja. Also schon eine Mango-Note, findest du nicht? So ein bisschen auch nach so einem Fruchtcocktail, findest du nicht? Finde ich jetzt nicht so. Wie findest du? Ich finde jetzt mehr die Mineralik im Vordergrund. Hat ein bisschen so, weiß nicht, so nach Feuerstein kann man nicht sagen, aber auch so ein bisschen was.
So diese typische Steinnote, diese Mineralik. Also die hat er schon schön drin. Ist auch, finde ich, von der Säure her, finde ich ihn jetzt schon, hat schon ziemlich viel Säure. Das ist der 13er. Ich glaube, der hat allgemein. Ja, wir können es ja dann im Vergleich sehen. Aber ich finde jetzt, der hat schon mal ziemlich viel Säure. Ehrlich gesagt, jetzt ohne Wertung, ja. Aber solche Silvaner, da brauche ich fein nicht so viel SB. Nächster. Wen suchst du aus? Ja, gehen wir doch mal. Knoll? Knoll. Also, Weingut am Stein. Ludwig Knoll. Würzburger Stein, 2013. Und natürlich auch erste Lage Silvaner. Das Interessante bei Ludwig Knoll ist, er macht Bio-Wein. Ist also grundsätzlich alles Bio bei ihm. Sieht man aber nicht auf der Flasche sofort. Hinten drauf. Ja, hinten drauf sieht man es ganz klein. Ja. Naturland. Er ist also zertifiziert. Er sagt, das schreckt manche Leute ab. Aber das ist jetzt etwas, was sich verschiedene Bioläden mal anschauen sollten, dass es auch solche Weine gibt. Ne? Das stimmt, ja. Ja, ganz anders. Total. Viel feiner, finde ich. Wesentlich feiner. Ich finde auch, da ist eher so ein Pfirsichnote. Ja, ja, ja. Der hat Pfirsich. Das ist ja das Verrückte, gleiche Lage, gleicher Jahrgang, aber anders. Andere Winzer. Er ist viel mineralischer. Ja. Viel mehr, viel moderner irgendwie, ne? Auf die Mineralik her hin. Also das ist halt so. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber sowas könnte man auch von der Mosel teilweise bekommen. Da ist schon so der Stil der Wein einfach. Sowas macht zum Beispiel auch der Meierer, finde ich. Ja, aber oh, der ist richtig rauchig. Man hat so ein bisschen so im Nachgeschmack ist das. Ja? Das ist halt richtig rauchig. Also das hat man ja früher immer über die Steinweine gesagt, dass sie eben auch diese rauchige Note haben. Und der hat die. Na, vielleicht kommt es auch, weil sie wieder Feuer abgefackelt haben, um keinen Frost zu haben. Könnte ja sein. Wer weiß. Schöner Wein. Gefällt mir gut. Dann ein Weingut, was also auch vor kurzem einen neuen Kellermeister gekriegt hat. Früher hat es mich nicht begeistert. Ganz früher schon. Ganz früher schon. Aber ich habe ja schon gesagt, Hofkeller ist back. Staatlicher Hofkeller, Würzburger Stein, erste Lage 2013. Übrigens, ganz interessant. Sehr interessant eigentlich. Ja. Alkohol. Na, ich nehme an, der Knoll ist leichter. 13 und 13,5. Ja, ja, ja. Jetzt Würzburger hat 12,5, ist sehr leicht eigentlich. Es muss kein Nachteil sein. Der hält mir so grasige und so Heunoten dabei, ne? Mhm.
Das ist jetzt die andere Sorte. Serrana irgendwie. Mhm. Ist jetzt ja auch im Moment der von den dreien, der am wenigsten Säure hat. Ja. Wann haben wir den probiert? Vom Vierteljahr? Vom Vierteljahr, da war er noch anders, da war er ein bisschen fruchtiger. Mhm. Wo so ein Pfirsich rieche ich auch so leicht, ganz leicht raus. Ich finde, er hat auch ein bisschen Mango, aber auch diese Kräuternote. Eigentlich ein sehr typischer Silvaner. Was meinst du? Haut mich gerade nicht so vom Hocker. Ja, der wuchtigste bisher war das Julespital. Mhm. Also ich fand den sehr... Der war wuchtig, der war ein bisschen so was Filigraneres. Ja, ja. Der hier ist so... Ich finde ein bisschen schwach auf der Brust. Ja, also man sieht es auch irgendwie am Alkoholgehalt, ne? 12,5, Julespital 13,5. Also zu viel Alkohol ist nicht gut, aber manchmal ist Alkohol eben auch so ein Geschmacksträger, finde ich. Ne? Ist beim Julespital sehr schön eingebaut. Mhm. Merkt man eigentlich gar nicht, dass der merkt so man nicht, aber... Tja, jetzt schauen wir mal. Hm? Die Nummer 4, last but not least, muss man sagen. Ja. Bürgerspital Heiliggeist, Würzburger Stein, 2013, erste Lage. Da darf ich mehr, ne? Weiß ich nicht. Nee, gleich so wie die anderen. Wie fährt der? Auch 12,5. 12,5. Auch. Ich merke schon, das wird eine längere Folge heute. Der braucht Luft. Da kommt jetzt aber was. Ja, der ist noch zu jung. Jetzt sind sie theoretisch alle vier. Ja. Aber ich bin total verblüfft. Ja. Gleiche Lage, aber vier komplett unterschiedliche Silvaner. Sehr individuell. Also nichts von der Stange irgendwie. Nee, also Stangenwein haben wir ja nicht. Naja, aber es gibt doch bei vielen jetzt, bei Silvanern, so diese typische Charakteristik, ne, in manchen Gegenden. Mhm. Ich will jetzt die Gegend nicht nennen. Aber das hier ist sehr individuell. Mhm. Und ist auch komplett anders vom letzten Jahrgang, jetzt hier das Bürgerspital. Der kommt aber jetzt. Ja, also ich glaube, wir müssen allen vier mehr Zeit geben. Mach mal die Tür rum. Mhm. Die brauchen Luft.
Sag ich doch. Sehr fein. Also ich finde, das Bürgerspital und der Knoll gehen ein bisschen so in eine Richtung. Ne? Das Julius, das wäre was ganz anderes. Und ja, auch das, der Hofkiller ist wäre was anderes. Ja, das Julius, auf mich wirkt das so wie Wagner-Musik. Während das und das, das ist eher Mozart. Weiß nicht. Und Hofkeller? Das weiß ich noch nicht. Also auf jeden Fall ist es kein Schuhplattler mehr, wie ich fühle vor ein paar Jahren. Ja, das ist schon mal ein großer Vorteil. Also ja? Schuhplattler muss nicht sein. Ja, also ich habe unheimlich aufgeholt. Hier, ich meine, das ist ein Silvaner, ja, aber der hat, finde ich, so Weinbergspfirsich ja, im Geruch. Also ich würde sagen, wir machen hier mal einen kurzen Stopp. Ja, geben dem ein bisschen Luft. Und dann melden wir uns in ein paar Sekunden wieder. Ja, willkommen zurück. Willkommen, zweiter Teil. Ja. Ja, das heißt, nochmal durchprobieren. Ich würde sagen, wir probieren jetzt mal andersrum. Oder? Andersrum, also nochmal mit dem Fangen wir mit dem Burger an. Hier lässt sich eindeutig sagen, 2013er Jahrgang eindeutig schwächer als 2012 einzuordnen. Ja. Mehr Säure. Und jetzt vom Extrakt her, ich meine, war der 2012er, war für mich eigentlich schon einer der... Der beste Silvaner der letzten Jahre. In Würzburg. Ja. In Würzburg, ja. Ja. Der hier geht in die Richtung, hat aber, glaube ich, ein bisschen weniger, wie sagt man damit, Extrakt wie der 12er. Ne? Man ist halt vom 12er sehr verwöhnt. Ja. Ein toller Wein. Der braucht noch ein bisschen auf der Flasche im Keller. Ich glaube, das ist so ein typischer, den man erst in einem Jahr dann mal probieren sollte. Wir können heute nur den jetzigen Stand bewerten. Ne? Und ist gut. Also gleich gesagt, wir sind hier in der Region von den vier Weinen. Da unterscheidet sich es vielleicht in ein bis zwei Punkten. Ja, das sind vier von den Spitzenweingütern in Franken, muss man ganz klar sagen. Jetzt der Hofkeller. Ach ja, Pferdpreise ab Weingut wären noch ganz interessant zu sagen. Ja. Wir sind beim Bürgerspital bei, ich glaube, 12,50. Mhm. Beim Hofkeller bei 12. Ja, ne? Beim Wein am Stein bei 15 und beim Julius bei 13. Ja. Gut, Wein am Stein, Weingut am Stein ist Bio, ne? Also ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger als konventioneller Weinbau und auch schon teurer in der Erzeugung. Das ist okay. Das muss man halt dazu sagen, ja. Ja, das ist echt okay. Hat also eine sehr traditionelle Silvaner Linie, finde ich. Eher, also jetzt nicht die moderne, sondern wirklich die traditionelle. Hat sehr starken Geruch nach Heu. Mhm.
ist jetzt aber, glaube ich, in der Gesamtwertung etwas hinterm Bürgerspital. Mhm. Ja, also knapp dahinter, würde ich sagen. Drittes Weingut. Mach du. Weingut am Stein. Ein bisschen fülliger. Mhm. Ist jetzt mineralischer. Mhm. Hat man ja schon gesagt, also vorhin beim ersten Teil. Bisschen moderner, würde ich sagen, als der, der Weintyp. Wie siehst du es im Vergleich zu den beiden anderen? Also stärker als der Hofkeller. Bürgerspital? So ungefähr ein Niveau. Bloß halt irgendwie anders. Ist halt die Frage, was liegt einem mehr? Mhm. Ich finde, der hat jetzt sehr viel Säure. Auch, ne? Mineralik und Säure. Mhm. Das ist ein, den man auch noch liegen lassen muss. Auf jeden Fall. Sehr schön. So, den machst du jetzt. Das Julius. Schön. Für mich hat der jetzt die Nase vorn. Hm? Ja, also das ist das, was ich mir unterm Steinsilvaner genau vorstelle. Jetzt, wo er ein bisschen offen ist. Ja, wo er Luft hat und so. Ich gebe ja eigentlich nichts auf Medaillen, aber ist mir schon klar, dass der hier Gold abgesahnt hat. Ja, da steckst du die Nase ins Glas und sagst Silvane. Mhm. Ja, und du sagst Stein. Ja. Und ja, hat auch eine gewisse, nicht viel, eine leichte Mangonote, etwas Birne, bisschen Heu, Mineralik hat er auch. Die Säure ist sehr gut eingebunden. Ja, also im Moment bin ich ein bisschen empfindlich. Was Säure ist trinkfertig, auch auf jeden Fall. Also man kann eben trinken. Ja. Ich meine, ganz allgemein müsste man auch mal diskutieren über den 2013er Jahrgang. Ja. Ist ja jetzt in der großen Weinkritik in der FAZ. Mhm. Ich weiß nicht, wie der Kritiker heißt, aber er hat wild um sich geschlagen und die großen Gewächse niedergemacht. Mhm. Ich glaube, nur Mosel hat er noch lobend erwähnt. Ich muss mal nachschauen, wie er heißt. Also ich habe nur vom Freund gehört, dass er einen sehr merkwürdigen Schreibstil hat und damit wahrscheinlich in Bayern beim Abitur Schwierigkeiten gehabt hätte. Ich weiß es nicht.
Ist mir gesagt worden, muss ich erstmal lesen. Mhm. Aber auf jeden Fall, der hat die GGs 2013 niedergemacht. Ich muss sagen, die 2013 ist bestimmt ein sehr schwieriger Jahrgang auch. Mhm. Hat mehr Säure als 2012. Aber es ist wie immer, gescheite Weinmacher machen auch einen guten Wein. Mhm. Und alle vier haben mir einen guten Wein abgeliefert? Alle vier sind sehr gut. Also, wir haben heute keinen schlechten Wein getrunken. Nee. aber ich muss sagen, für mich hat heute das Julius-Spezial die Nase ein bisschen vorn. Ja. Gefolgt vom Bürger. Dann Knoll, oder? Und dann Hofkeller. Hofkeller, wie gesagt, hat sich meiner Meinung nach sehr stark verbessert, ist wieder auf dem richtigen Weg. Ich habe schon mal einen grauen Burgunder getestet, der war spitze. Und Julius-Spital werden wir bestimmt auch was Rotes demnächst testen. Mhm. Bürgerspital werden wir auch was Rotes testen. Bietet sich auch wieder einen Vergleich an. Das stimmt. Ja, Bürgerspital macht jetzt auch einen schönen Blaufränkisch aus dem Barrique. Mhm. Erster Jahrgang. Vorher war er beim großen Holzfass. Punkte müssen wir verteilen. Ja, also alle Weine bei 40 beginnend sind alles sehr, sehr gute Silvaner. Da müssen andere Weinbauregionen erstmal schauen, dass sie was Vergleichbares bringen. Genau. Und das wird schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Mhm. Bitte, der Hardy. Ja, der ist. Hofkeller ist bei 40, denke ich. Ja. Dann ist jetzt der große Streitfall mit dem Bürger und mit dem Stein. Weingut am Stein, der Frau. Mhm. Es können auch gleiche Punkte sein, werden. Ne? Die würde ich dann halt beide doch bei 41 sehen. Mhm. Okay. Und das Julius? Entweder 42 oder 43, was meinst du? Na, nehmen wir noch ein Schlückler, ne? Mhm. Oder 43, was meinst du? Oder 42? Ist schwierig, gell? Also mir gefällt er sehr gut, muss ich sagen. Dann sag 42 oder 43? 42,5. So. Machen wir heute mal 0,5, ja. Ja, weil es gibt keine riesigen Unterschiede zwischen den beiden. Ja. Also wir haben in letzter Zeit auch mal andere probiert, wo viel größere Unterschiede waren. Oh ja. Und die Preise wesentlich höher waren. Ihr erinnert euch sicher an die Weißweinfolge aus Frankreich. Da muss man sich immer bedenken. Ja. Für eine Flasche von da bekommt man drei von hier. Ja. Und hat wirkliches. Und man hat mehr Trinkvergnügen dabei. Ja. Ja. Also, ich glaube, was deutschen Wein betrifft, müssen sich die Franzosen schon warm anziehen. Mhm. Ja. Ein bisschen aufholen. Und ja. Ja, auf jeden Fall. Das waren jetzt die ersten 200 Folgen. Ein Resümee. Wird es noch 200 mehr geben? Könnte passieren. Könnte passieren. Könnte passieren, ja. Je nachdem, wollt ihr die nächsten 200 Folgen sehen? Ja oder nein? Wir sind doch keine Schotten. Ja, egal. auf jeden Fall, schreibt doch mal, was ihr davon haltet. Empfehlt uns weiter. Ja. Und ja. Ich glaube, wir sind immer noch, das hier ist immer noch der einzige wirklich unabhängige Video-Weinblock, oder? Unabhängig auf jeden Fall. Also wir zahlen immer noch unsere Weine. Mhm. Meistens. Ja, ich immer. Ja. Und ja. Wir könnten auch mal wieder eine gemeinsame mit was Österreichischem machen. Irgendwann. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Okay, bis dahin. Bis dahin.
Macht's gut. Servus. Baba.